Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video. Ich hoffe, du hattest einen guten und angenehmen, vor allem ruhigen Jahreswechsel und startest gerade neu durch im neuen Jahr. Wie ich es aus meiner Praxisarbeit kenne, halten die Neujahrsvorsätze oft nicht so lange an und durch den Alltag, durch den Stress, den wir alle haben mit verschiedenen Sachen, kommt es dann doch schneller vor, dass wir uns wieder selber vergessen ein wenig. Und in diesem Video soll es darum gehen, dass du eine leichte, einfach umsetzbare Atemübung in deinen täglichen Alltag und in deine Routinen integrieren kannst. Die ist überhaupt nicht schwer und auch nicht sehr aufwendig. Und die würde ich dir jetzt zum Überleiten einfach mal vorzeigen, ganz entspannt. Und schau sie dir ganz in Ruhe an und mach sie für dich einfach mal individuell gleich mit, wenn du möchtest. Und du kannst sie natürlich danach auch fortsetzen, dann, wenn das Video geendet hat. Diese Atemtechnik, um die es hierbei geht, ist eine Atemtechnik, die zum Beispiel auch die Navy SEALs verwenden, um sich besser konzentrieren zu können. Es handelt sich hierbei um die Boxatmung. Wie läuft die Boxatmung genau ab? Wir atmen 4 Sekunden lang gleichmäßig durch die Nase ein, halten dann die Luft möglichst 4 Sekunden lang an, atmen dann 4 Sekunden aus und versuchen 4 Sekunden gar nicht zu atmen. Das Ganze in einem Rhythmus zwischen 5 bis 10 Minuten und ich zeige es dir jetzt einfach mal 2-3 Mal hintereinander vor und erkläre dann dabei nochmal ein paar Schritte, auf die du vielleicht achten kannst dabei. Ja, wie du gerade siehst, ich versuche dabei natürlich möglichst die Luft aus dem Bauchraum nach oben zum Brustkorb zu führen und unterstützend, wenn du das Gefühl hast, dich einfach ein bisschen mehr mit dir verbinden zu wollen oder erden zu wollen, macht es auch Sinn, die eine Hand vielleicht auf den Brustkorb zu legen und die andere Hand auf die Bauchgegend. Und natürlich, wenn du das im Stehen nicht machen möchtest, wie ich es jetzt gerade vorgeführt habe, ist es auch super entspannt, sich auf eine Isomatte zu packen. Oder vielleicht auf einen ganz bequemen Stuhl oder Sessel zu setzen, einfach auch für deine Sicherheit, wenn du dich entspannst, dass die Beine nicht ganz so wackelig werden. Was viele, die diese Atemtechnik regelmäßig einsetzen, bemerken, ist, dass sie wesentlich entspannter werden. Die Angstgefühle, wenn man mit Angstzuständen oder Panikattacken zu kämpfen hat, runtergehen und sich, wie gesagt, die Konzentration und Aufmerksamkeit nach außen hin wieder deutlich verbessert. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß beim Austesten und Ausprobieren. Versuch diese Atemtechnik einfach mal, wie du möchtest, 5 bis 10 Minuten täglich einzusetzen und schau einfach mal neugierig, was damit so in deinem Leben möglich ist. Viel Spaß dabei!